Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Ja, in der letzten Folge haben wir für die Grünen, sage ich mal, nicht für die Partei, aber für die grünen Rennfahrer, eine Quest absolviert. Da wurde ihr bestes Pferd geklaut und ja, nachdem wollen die eigentlich, dass ich für die Rennen fahre. Doch es gab jetzt irgendwie keine Quests mehr, die mich jetzt direkt darauf hinführen sollte, deswegen bin ich jetzt einfach mal direkt zum Hippodrom gegangen und guck mal, was man hier so für nochmal fahren kann. Also Einführungsrennen. Ja, okay. Wir müssen quasi die Sneakers Geflügelter Triumph erstmal gewinnen, um hier weiterzukommen. Und ich habe auch gehört, man kann Reittiere gewinnen, indem man so ein Turnier oder Rennen gewinnt. Deshalb probieren wir das jetzt einfach nochmal. Zeitrennen können wir dann auch nochmal ausprobieren. Aber ich glaube, es wird wieder schwer werden. Der zeigt jetzt nicht mehr die Luckys. Da habe ich Angst vor. Ne, zeigen sie nicht. Okay. Okay, Viereck war driften, glaube ich. Boah. Genau. Sehr gut gemacht, Bike. Gerade keine Energie mehr. Kann er nicht ein bisschen gerade ausfahren, ey. Wieder nur rammen. Der Wagen ist aber ziemlich demoliert. Könnte sein, dass ich es aufgrund meines Wagens nicht ganz schaffe. Oh, fuck, Alter. Oh, da hat jemand anderen rausgehauen. Toll. Ich bin total abgeschlagen, deswegen. Kein guter Tag für den Sivaner. Ja. Nur weil ich nicht anständig driften konnte, ey. Ein Punkt. Mit einem Punkt gestartet, ey. Das kannst du eigentlich schon wieder direkt aufgeben, weil das jetzt noch ranzukommen, müsste ich immer gewinnen. Warum ist da überhaupt so ein Wagen? Ist der eine wenigstens direkt aus dem Turnier raus, weil der kann doch unmöglich sein Wagen wieder reparieren, ey. Mitten im Sandwich zu sein. Warum denn noch immer? Gerade erst rein. Das ist die zweite Runde.
dieses Rennen wird unvergessen sein. Ah, fuck, ey. Mann! Was machst du denn? Komm schon. Na, scheiße, was war das? Ja, ich weiß, wo mein Fehler war. 3 Punkte. Oh, der Archipos, der ist einfach zu heftig. Aber diesmal hat er gar nicht so viele Punkte gemacht. Okay, noch haben wir eine Chance. Noch haben wir eine Chance. Jetzt nochmal Erster werden, das würde uns gut weiterbringen. Unser Wagen, der geht einfach zu schnell kaputt, ey. Oh, Alter. Was sind das denn für Verhältnisse, Alter? Die erste Runde, um genau zu sein. Ich muss irgendwie wieder nach innen kommen, ansonsten komme ich nicht vorbei. Die einzelnen Menschen. Mann! Naja, für mich finde ich, ist es gar nicht so grandios. Komm schon. Wenigstens Dritter noch. Boah, Alter, vom 6. auf den 3. ey. Das war kein gutes Rennen. 2 Punkte, jetzt bin ich bei 6 Punkten. Den kannst du gar nicht schlagen, den Archipos. Der ist zu heftig, Mann. Das war's. Wir haben nicht geschafft. Okay. Zeitrennen. Probier mir das mal, erreicht die Bestzeit. Vielleicht bin ich ja besser. Nee, das ist nicht meins, dieses Rennfahren. Wir haben ja keine Zuschauer. Aber trotzdem hören wir sie. Energie überhaupt nicht runter. Ist euch das mal aufgefallen? Darf echt nicht von X runtergehen. Fuck. Ja, yeah, wie bist du da?
Ach, weil ich von R2 runtergegangen bin, deswegen. Ich muss dann so ab. Ah, scheiße. Von R2 auf keinen Fall runtergehen. Merkt ihr das? Gottes Willen, ey. Ich kann keine Rennen fahren. Ich kann das nicht. Zeitrennen. Wird das jetzt mit anderen Spielern abgeglichen oder was? Es lädt. Ach, das ist alles Rotz. Ich kann keine Rennen fahren. Vielleicht mache ich das offline nochmal, keine Ahnung. Wenn euch das nochmal wünschen, probiere ich es nochmal. In der Aufnahme. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, ich kann das nicht. Müsste mich da ein bisschen einfahren. So übertrieben sie. 5 Pfeile auf einmal. Das sind nur 5, oder? Ja. Kannst du mal weitergehen, bitte? Bitte? Hier keine weitere Quest. Deshalb könnten sie die Quest hier machen. Der hungrige Fluss. Ich meine, wir haben sowieso nichts. Ich weiß nicht, welches Pferd besser ist. Das neue oder das? Unser altes? Sorry, das bringt einen blauen Fick, würde ich sagen. Weil das weg war. Naja. Oh, schon wieder die. Mach nicht so einen Lärm, Tante. Du regst nur die Nilpferde auf. Oder rufst die Banditen zurück. Ist er das? Nein, nicht Meketre. Aber wo ist mein Meketre? Was sollen wir nur ohne meinen geliebten Meketre tun? Weiß ich nicht. Darum sorge ich mich jetzt nicht. Wenn sich nicht bald etwas tut, verrottet die Ernte und wir verhungern. Neb, du bist stark und scheinst furchtlos zu sein. Kannst du einem armen Bauern helfen? Ein Nilpferd hat einen Freund getötet. Ja, die Bestie hat viele getötet. Gestern wurden wir von Banditen angegriffen.
Sie haben die Nilpferde aufgeschreckt und auf unsere Felder getrieben. Die Götter lieben es, uns zu quälen. Wir können nicht ernten oder die Toten begraben, solange die Nilpferde auf unseren Feldern sind. Ich helfe dir, die Toten zu bergen. Der Ungefluss. Warum die auch nicht wieder abhauen, die Nilpferde? Will der das Nilpferd her? Hin? Okay, die anderen Nilpferde können wir erstmal in Ruhe lassen. Was ist denn das? So eine Schlange? Kopa, Alter. Ist aber auch gefährlich hier auf dem Feld. Armer Vetter, das war eine Frau. Nein, nicht Meketre. Nein, der auch nicht. Ich würde helfen, aber die Bestien sind mir über. Sind überhaupt nicht mehr da. Ach
machen die denn da hinten? Spielen die ein bisschen oder was? Sagen sie nichts zu. Oh, habe ich den einen nicht richtig hingelegt? Kann sein, dass es nicht ganz gezählt hat. Ist das Miketra? Der nicht. Das ist der Sohn des Bruders meiner Frau. Er war ein Narr. Ein tapferer Narr, aber ein Narr. Oh. Mein armer Miketra ist tot. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Denn eine Leiche fehlt ja noch. Ja gut. Warum hat die obenrum nichts an? Warum ziehen sie sich was an? Was ist denn falsch mit den Leuten? Das zählt wieder nicht. Der letzte, glaube ich. Die letzte. Miketra war nicht dabei. Was soll ich jetzt tun? Hab Dank, Neb. Nun finden ihre Seelen Ruhe. Wer ist dieser Miketra, um den sie trauert? Unser Beschützer. Tapfer und stark wie du. Er hat immer die wilden Tiere verjagt oder diese Banditen. Jetzt ist wohl niemand mehr da, der uns beschützen kann. Dieser Fluch liegt über ganz Ägypten, wie mir scheint. Wo lagern diese Banditen? Es gibt eine Schlucht. Ich würde dich hinführen, aber es ist viel zu gefährlich. Und jemand muss sich auch um die Toten kümmern. Natürlich. Ich finde das schon. Man nennt die Banditen die großen Hungrigen. Mögen die Götter dich beschützen. Okay. Mal sehen, ob wir Miketra finden können. Allerdings werden wir das wohl erst in der nächsten Folge rausfinden. Bis dahin bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Bis dahin. Ciao.